Mein Name ist Peter Parker. Den Rest kennt ihr ja sicher. Ich habe die Stadt gerettet, mich verliebt, dann habe ich die Stadt nochmal gerettet und nochmal und nochmal. Hier, ich gibt's als Comic, als Cornflakes, ich habe ein Weihnachtsalbum rausgebracht und ein semi-gutes Eis am Stiel. Aber es geht hier nicht um mich. Nicht mehr. Spider-Man schwingt einmal täglich rein, zipp-zapp-zopp mit seiner kleinen Maske und macht, was er will. Ich liebe dich, Miles. Ja, ich weiß, Dad. Du musst sagen, ich liebe dich auch. Dad, echt jetzt? Ich will es hören. Sieh dich mal um. Dad, ich liebe dich. Oh, Dad, ich liebe dich. Alles klar, verstanden. Mein Name ist Miles Morales. Ich bin der einzig wahre Spider-Man. Also dachte ich jedenfalls. Du weißt, was ein Teilchenbeschleuniger ist, wirst du lieben. Dimension öffnet sich jetzt. Du bist wie ich? Das ist unmöglich. Okay, Kleiner, hör zu. Diese Pommes ist dein Universum. Die ist labbrig, komisch, eklig. Und diese köstliche, normale Pommes ist mein Universum. Du willst also lernen, Spider-Man zu sein. Kannst du es mir beibringen? Ja, kann ich. Zeit zum Schwingen. Ah, gut, du machst es. Doppelklick für loslassen und whip wieder rausschießen. Ach, okay. Schwingen und loslassen. Sehr gut. Und schwingen. Hey, Jungs. Wer bist du? Ich bin Gwen Stacy. Ich bin aus einer anderen Dimension. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch? Hey, Freunde. Hallo. Also schräger kann's jetzt wirklich nicht mehr werden. Doch, kann es. Okay. Wir müssen zurück in unsere Universen. Bald. Brooklyn wird kollabieren. Meine Familie lebt in Brooklyn. Wow, 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 wow. Miles, was ist los? Das war nie deine Stadt. Es ist meine. Wenn ich den Beschleuniger nicht zerstöre, gibt's kein Zuhause mehr, an das wir nach Hause gehen können. Denk dran, was dich von anderen unterscheidet. Los geht's! Das macht dich zu Spider-Man. Officer, ich liebe Sie. Warte, was? Darüber! Hierüber! Können Tiere in dieser Dimension sprechen? Ich will nicht, dass er ausflippt.